In der Landschaftsfotografie entstehen die richtig geilen Bilder nicht aus Zufall, also zumindest in meinem Fall nicht. Mein Plan ist heute, einen Baumstamm am Ammersee aufzunehmen, der aus dem Wasser herausragt. Die Sonne sollte hinter dem Baumstamm untergehen, direkt an der Wasseroberfläche, das heißt, es müsste so um 17 Uhr heute sein. Der Baumstamm befindet sich an dem Ostufer des Ammersees. Gott sei Dank ist er nur 15 Minuten weg von meinem Wohnort. Und da kann ich jetzt ganz easy noch hinfahren. Los geht's, ich packe die Gummistiefel und die Familie ein und Abfahrt! Da geht was. Jetzt zeigt sich wieder ganz genau, dass eine gute Planung das A und O bei der Landschaftsfotografie ist. Sonne ist gleich am Horizont. Okay, jetzt habe ich das Stativ noch mal etwas tiefer gestellt. Belichte 15 Sekunden lang auf Blende 11 mit der 5 Sekunden Auslöseverzögerung. Mit einem Zuckerfoto. Killer. Richtig geil. Und genau so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Wohl ist mir ja nicht dabei, 2.000-3.000 Euro Kameras mit ins Wasser zu nehmen. Aber ich möchte euch mal kurz den Shot zeigen, wie ich den hier in meinen lustigen Anglerhosen aufnehme. Hier sieht man ganz gut, welche Filter ich verwende. Zum einen den Haida Nano Pro 3.0. Der verdunkelt das Bild bis zu 1000-fach. Und dann habe ich noch so einen Reverse GND Filter drauf. Das heißt, der ist nur in der Mitte dunkel. Passt ganz gut, weil die Sonne geht ja auch genau mittig hinterm Horizont unter. So ist nur die Mitte richtig abgedunkelt. Ich belichte jetzt 25 Sekunden lang auf Blende 11. Weißabgleich steht auf sonnig. Der Auslöser ist verzögert mit 5 Sekunden. Ich sage, let's go for it. Fokussiert und bam. Bam. Was für eine Schönheit, dieses Bild. Also ihr seht, eine gute Planung kann schon mal gute Voraussetzungen für ein tolles Bild liefern. Die Anglerhosen hier schauen zwar ziemlich spacko aus und albern, aber mir ist warm. Der See hat bestimmt nur 3-4 Grad, aber mir ist richtig warm und besser als kalte Füße allemal. Die Sonne steht jetzt schon so tief und in Kombination mit meinen zwei Filtern kann ich jetzt auch länger als 30 Sekunden lang belichten. Das mache ich jetzt hier mit meinem Aodelan Funktransmitter im Bulb-Modus. Das heißt, ich drücke da einmal drauf, Kamera belichtet und wenn ich wieder drauf drücke, nach einer Minute circa, probiere jetzt einfach mal, müsste das Foto geil im Kasten sein. Ich kann mir jetzt eigentlich auch hier ans Ufer hocken, eine Kippe rauchen. Oder einfach mal gar nichts machen. So, ein Bild noch, dann bin ich fertig. Das war's von mir vom schönen Ammersee. Falls es unterhaltsam war, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr geilere Anglerhosen als ich habt, könnt ihr mir auch mal gerne einen Tipp geben, welche noch geiler und stylischer aussehen. Bis dahin, bye bye, euer Sigi.